Ist die Halle für mich gebucht heute Abend, also schleich dich. Ja, schon trink mich bloß nicht auf, ich hab total schlecht geschlafen. Quasi überhaupt nicht. Weiß der immer so spät noch was isst. Wo ist denn die Milch? Und dann noch Fernseh schaust. Das wühlt dich total auf. Ja, schaut, Marie, haben wir keine Milch mehr. Freilich haben wir Milch. Ja, und wo? Ja, ich hab den Kühlschrank abtauen müssen, der war total vereist. Mitten in der Nacht? Tagsüber habe ich keine Zeit und gestern Abend habe ich es dir mindestens dreimal gesagt. Das ist mir völlig wurscht, ich will jetzt sofort erheißen mich mit Honig und dann wieder ins Bett, kann ich da nicht schlafen. Das Bubele will erheißen mich mit Honig, freilich, warte, hol der Fleisch, dann kannst du nicht machen, gell, mein kleines, großes Brüderlein. Piep. Morgen, Hofer. Na. Ja, und wo? Bin quasi schon unterwegs. Bis gleich. Servus. Aber zuerst gibt's eine heiße Milch mit Honig. Ja, was sagt die schöne Milch? Ich hab mir Sorgen gemacht. Weil er nicht da war, wie ich heute früh aufgewacht bin. Dann bin ich gleich hierher gefahren. Wann war das? 5:30. Hat er das öfter gemacht? Ich meine, nachts allein trainiert. Na. Aber der hätte am Wochenende zum Einsatz kommen sollen. Guten Morgen, Michi. Grüß dich, Corinne. Herr Hofer! Augenblick bitte, komm gleich. Da ist so kalt hier drin, ich komme vor wie ein Pinguin. Du Armer, weißt du trotzdem schon irgendwas? Du, stell dir vor, der Tote ist der Waldner Sven. Du weißt den, der Ersatzdormann vom Club. Und die Frau, die da hinten steht beim Lind, die heißt Liane Riedelsberger. Das war die Freundin von dem Toten und die hat die Leiche sogar gefunden. Und diese zwei Herrschaften da, das ist also die Frau Dierlinger und der Herr Dierlinger, die sind hier drin so wie die Hausmeister quasi. Guten Morgen, Hofer. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nix. Dir? Na. Wir machen alles, was hier so anfällt. Der Otto mehr das Technische und ich vor allem die Kantine. Wie ist der Waldner hier reingekommen?
Sie haben ihm den Schlüssel gegeben. Er hätte ihn in den Briefkasten werfen sollen, sobald er fertig ist. Wir wohnen auf dem Gelände hier. Also, Frau Doktor, ist Ihnen kalt? Nein. Gut, dann legen Sie mal los. Wir haben eine äußere Gewalteinwirkung. Denkbar ist ein Eishockeyschläger. Todesursache wahrscheinlich innere Blutung. Mhm. Aber Nieros nach der Obduktion. Klar. Sie entschuldigen mich. Wir kommen wieder auf Sie zurück. Ja. Danke für den Augenblick. Mein Herr Doktor, jetzt war der Kollege doch schneller, tut mir leid. Ist Ihnen gar nicht kalt? Mhm. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie das Ganze noch mehr erzählen. Ihr habt leider nichts mitbekommen. Äußere Gewalteinwirkung. Ein Eishockeyschläger ist denkbar. Mhm. Todesursache wahrscheinlich innere Blutung. Aber Näheres nach der Obduktion. Mein Herr Doktor. Bitte. Sie frieren wohl nie, was? Nur wenn ich müde bin. Wir kommen halt. Zurück, alles zurück. Das Vereinsagentum, da geht mir nichts weg. Es tut mir sehr leid, aber das muss alles erkennungsdienstlich erfahren. Das ist mir wurscht, das bleibt hier. Das glauben Sie, die sagen, kommen wir mit. Die Dinger zusperren. Von einer kriege ich Namen, Ausweis und Dienstnummer. Ja, das können Sie gerne haben, aber zuerst machen wir ein kleines Protokoll. Wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungsarbeit. Da stecken mich hin. Hofer, Grip, Rosenheim. Ihren Ausweis, bitteschön. Den können Sie sich an Ihren Hut stecken. Dazu muss ich ihn erst einmal in der Hand haben. Herr damit. Ich werde mich beim Dr. Hepte über Sie beschweren. Nur zu. Hept. Servus, Max. Sorry, dass ich so früh störe, aber... Servus, Erich. Ich bin gerade in der Eishalle und habe ein paar von deinen Leuten hier. Du, die wollen mir die gesamte Mannschaftsausrüstung konfiszieren. Da kann ich den Laden dicht machen. Ich habe ein Spiel am Wochenende. Ist bei euch der Herr Hofer? Ja. Dann gib ihn mir bitte. Ja, Moment. Ihr Chef... Hofer? Hofer. Ja, ich weiß schon. Der Brandli ist eine Nervensäge. Genau. Vielleicht können wir ihm doch ein wenig entgegenkommen. Herr Dr. Hebt, muss ich Ihnen wirklich was erzählen? Über den Vorrang polizeilicher Ermittlungsarbeit vor persönlichen und vereinspolitischen Interessen, insbesondere in einem Mordfall? Na also. Ja. Ihr Spitzel. Ja. Ja, ich verstehe. Dillinger, aussperren. So. Das wären dann 360. Geht aufs Haus. Ja, das geht schon. Und da durchknickert er. Es wäre schon schön, wenn wir die Ausrüstung bis zum Spiel wieder hätten. Das verstehe ich. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Was anderes, der Waldner war der Ersatztorwart. Ja, weil der Uli, der Stammtorwart, hat momentan eine kleine Formkrise. Deswegen hat der Sven seine Chance gekriegt. War das auch ein Uli? Ja, wer wenn es nicht gäbe. Gab es Streit? Nein. Dafür ist der Uli Sportsmann genug. Ja. Wie heißt denn nochmal mit Nachnamen? Sie interessieren sich wohl nicht für Eishockey, oder? Ach schon, aber in letzter Zeit habe ich da ein bisschen den Kontakt verloren. Ja.
Uli, Uli Bär, genannt der Eisbär. Nett. Ich hätte gerne eine Himbeerlimonade. Ja, das war's soweit, glaube ich. Danke, wir sehen uns. Wiederschauen. Ja, wiederschauen. Michi, ich fahre jetzt dann noch zum Hof raus. Kannst du denken, warum? Ja, alles klar. Ja, später. Ja, servus. 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 So, das wäre die Himbeerlimo. Danke. Also, Ihr Chef hat mir zugesagt, dass wir die Ausrüstung heute wiederkriegen. Heute? Ja, dann haben Sie ja sicher verhört. Lind? Herr Lind, ich habe für 10 Uhr den Bären ins Büro gestellt. Ja, der ist noch nicht da. So wie Sie. Ja, könnten Sie den für mich übernehmen? Und Sie? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Die Resi kalbt ganz unerwartet. Unerwartet? So, so. Ja, völlig unerwartet. Ja, dann soll sich die Resi mal ein bisschen beeilen. Sobald die Nabelschnur durchtrennt ist, komm ich, gell? Fahr ich los. Ach, nein. Sag mal, was machst denn du denn da? Nix. Ja, leider. Max, er sperrt mir die Schläger und die Ausrüstung weg und jetzt vielleicht an unseren Tormann. Ich meine, du hast ja damit nichts zu tun, oder? Geh weiter. Also. Das ist nur eine Befragung. Routine. Der Herr Hofer weiß schon, was er tut. Magst du nicht mitkommen? Ja, also mir ist der nicht geheuer. Kalben. Demnächst fehlt er, weil seine Henne ein Ei legt. Sind wir hier in einem Tierpark oder im Polizeipräsidium? Herr Bär, der Kollege Lind wird sich um Sie kümmern. Ah, da bin ich lieber dabei. Ich glaube nicht, dass Herr Bär Ihren Beistand nötig hat. Oder etwa doch. Komm, die Frau Stucke macht uns einen feinen Filterkaffee. Und lass dich nicht so hängen, gell? Ich gehe zum Hofer und der schickt es dann weiter. Alles klar. Bitte. Sagen Sie, Ihr Mannschaftskapitän ist doch der Kalle Riedelsberger, richtig? Ja. Warum? Naja, weil die Freundin vom toten Sven Waldner auch Riedelsberger heißt, den das Geschwister. Verheiratet, Hans. Ach was? Verheiratet? Also, die Freundin von Sven Waldner ist die Ehefrau von Riedelsberger. So ist es. Aha. Sie sind ein guter Torhüter, was? Ich bin der Beste. Steht hier. Uli der Eisbär gibt alles. Ja, das ist schon richtig. Ich gebe immer 150%. Sonst kannst du ja gleich heimgehen. Ein gnadenloser Perfektionist. Ein Besessener. Genau. Ich frage mich natürlich, was in so einem Besessenen vorgeht, wenn man ihn von seinem angestammten Platz verdrängt. Tja, da fängst du halt zum Kämpfen an. Zum Kämpfen? Ja, logisch. Mit allen Mitteln. Sie glauben doch nicht, dass ich den Waldnersven umgebracht habe. Einen, den ich 10-mal in die Taschen stecke. Habe ich das gesagt? Fakt ist, dass Ihr Trainer ihn für die bessere Wahl hält. Ja, das ist ja bloß, weil ich eine Formkrise habe. Aber da komme ich schon wieder raus. Na dann, viel Glück. Warst du schon mal beim Eishockey? Das ist mir zu brutal. Wie viele Punkte braucht es noch? 3, dann mischen wir wieder ganz oben mit.
Aber dazu müssen wir am Sonntag unbedingt gewinnen, gell? Und dazu braucht man den Uli. Max, unbedingt. Grüß Gott. Grüß Gott. Er ist sonst einmal abgeschmissen, gell? Der Uli ist der Einzige, den ich hab. Aber wenn er nicht mehr ganz der Alte ist, seit seine Verlobte ihn verlassen hat. Ist ja, war ja ein Schock, gell? So ein nettes Madel, da hat's mir nichts ab. Jedenfalls, der kommt wieder in Form. Ohne Erben sind wir geliefert. Max, ich zähle auf dich. Oder hast du hier vielleicht nicht die Hosen an? Jetzt machen wir mal einen Punkt. Herr Dr. Hebt, Entschuldigung, nur eine kurze Frage. Könnten wir nicht ein Zelt bauen für die Etrusker-Ausstellung? Ein Zelt? Ja. Warum nicht? Sogar nicht so eine schlechte Idee, Frau Hofer. Gell? Ist so gut. Ist er vor der Mädel? Was? Das Kalbe von der Resi? Wieso soll die Resi ein Kalbe kriegen? Das hat mir der Herr Dr. Hebt erzählt. Und Mädel, Herr Lind. Ach so, die Resi, ja, freilich, mein. Zelt. Resi. Wiederschauen. Wiederschauen. Für Gott. Wiederschauen. Und? Alles klar? Na, Gott sei Dank. Da brauche ich mir jetzt bloß noch die Trikots. Alles zu seiner Zeit, Erich. Ich kann meinen Leuten nicht ins Handwerk pfuschen. Ja, sollen wir vielleicht Nackert sprühen, oder was? Ja, der hat ja auch gekommen. Frau Stockel. Yes! Scheiße! Oh, gell? Besen. Riecht gut. Ist auch gut. Dann nehme ich auch so ein Dings da mit Soße. So ein Dings da mit Soße kostet 25. Na! Sie fix. 25? Gibt's etwa noch Fleisch dazu? Gern Knödel mit Fleisch, sehr witzig. 5. Und ein. Stimmt so, danke. Danke. Die Geliebte von Sven Walter? Was wusst du denn? Moment. Lind. Kripo Rosenheim. Der waren überhaupt keine Tränen nach. Der Schlampen. Mit der habe ich überhaupt nichts mehr am Hut. Der Sven. Oh, verschlagener Hund. Wer es mit so einem Arsch noch abgibt, der hat mir gleich ausgeschissen. Und warum hast du dann dem seine neue Karre zerlegt? Na, als sie bei ihm eingezogen ist. Wenn dir das alles so am Arsch vorbeigeht. Hör zu, leg du mir im Arsch, ja? Hey, ganz sachte. Was wusst? Wirsing, Herr Kommissar. Wirsing? Ja, lecker. Na, auf Wiedersehen. Sie sind auch nicht von da, oder? Göttingen. Da drum. Ja, da wäre der Sven auch bald hinauf, nach Köln. Moment mal, was haben Sie gesagt? Nach Köln? Wieso das? Na, der Brandl hat doch seinen Transfer geplant. Ein Vorvertrag hat auch schon existiert. Den kann er ja jetzt auch begraben, gell? So. Ja. Hallo, Frau Dr. Kim. Gratuliere, Herr Hofer. Danke, zu was denn? Na, zum Nachwuchs Ihrem Kalb. Ach so. Wie soll's denn heißen? Ja, Ursula. Ursula?
Ja, Ursula. Es ist ein besonders schönes Kalb. Welch Ehre. Gibt schon Ergebnisse. An inneren Blutungen ist er nicht gestorben, auch nicht an seinen Verletzungen. Also lebt er noch? Er war körperlich geschwächt und hat zu lange auf dem Eis gelegen. Er ist erfroren. Ach, apropos. Danke. Sonst wäre ich nämlich auch erfroren. Hör jetzt auf. Ups, Gesundheit. Gesundheit. Sie haben sich ja mächtig verkühlt, Herr Mohr. Voilà. Eis okay. Ist okay. Servus, Bernhard. Servus. Servus. So. Die Resi hat wohl gleich noch Enkel gekriegt, was? Nein, hat sie nicht. Also während ihr hier euer Kaffeekredit abhaltet, hab ich dabei was gearbeitet. Hm. Jawohl, ich war in der Pathologie und hab mir die Wohnung vom Sven Walten angeschaut. Und hab das dabei gefunden. 2 Flugtickets nach Kanada für ihn und seine Freundin, die Frau Riedelsberger. Der hat eine Einladung zum Probetraining bei den Toronto Lions erhalten. Das ist ja interessant. Ich habe nämlich erfahren, dass der Brandl ihn nach Köln verkaufen wollte. Das ist ja. Die Frau Dr. Kern hat übrigens herausgefunden, dass der Sven nicht an den Schlägen gestorben ist. Der war nur körperlich sehr geschwächt und ist dann erfroren. Das könnte bedeuten, dass derjenige, der auf ihn losgegangen ist, ihn gar nicht umbringen wollte. Allerdings, vielleicht wollte ihn ja der Brandl nur einschüchtern, dass er nicht nach Kanada, sondern nach Köln geht. Dieser ungeheuerliche Verdacht. Ich möchte sofort mit Max sprechen. Mit Ihnen wechsle ich kein Wort mehr. Nein. Bitte. Ja? Weißt du, Erich, das sind schon Anschuldigungen, die man nicht so leicht vom Tisch wischen kann. Dass du kein Alibi hast, Erich, das macht die Sache auch nicht leichter. Ja, spinn ich. Auf der anderen Seite, Herr Hofer, mein lieber Lind, das sind zwar Hypothesen, die schlüssig sind, aber eben nur Hypothesen, Gedankengebäude, die sehr schnell ins Wanken geraten können, wenn sie nicht auf Tatsachen gebaut sind. Was heißt das Ganze auf Deutsch? Machen Sie Ihre Arbeit weiter und du bleibst bitte für uns erreichbar. Halt! Also folgendes, auf dem Trikot vom toten Sven haben sie Holzsplitter entdeckt und die stammen vom Eishockeyschläger vom Riedelsberger. Super. Weil da waren genau dieselben Absplitterungen, also nicht genau dieselben, weil die sind ja nicht mehr da, weil die ja jetzt am Trikot vom toten Sven sind. Ja. Eigentlich logisch, oder? Den Riedelsberger brauche ich vor Abend Sonntag, gell? Ihr könnt mir nicht wegsperren, da sperrt sie lieber gleich mich ein. Sonst kann ich mich nicht mehr aufhängen. Na, Herr Brandl. Bleiben Sie auf dem Teppich. Sagen Sie, wo finde ich den Riedelsberger jetzt? Ja, wo wird er sein? In seinem Laden. Installationsbetrieb Riedelsberger. Ach, der Riedelsberger. Das habe ich schon die Eltern gekannt. Ja, danke, Herr Brandl. Wiederschauen. Wiederschauen. Wir haben jetzt Feierabend, gell? Ja. Oh, super. Bei mich ist also nicht und ruft dort an, der soll sich wieder auf den Hof kommen. Etwas zu reden mit ihm. Ja, ist recht. Wo haben Sie denn das Klump gekauft? Na, beim Fuchs. Beim Fuchs? Ja. Na, da haben Sie aber schon lang. Der hat das schon vor 5 Jahren dicht gemacht. Ja, mei, die Zeit vergeht. Da wäre ein neuer Gescheiter. Bevor Sie jetzt einmotten und im Frühjahr bloß wieder Ärger haben. Na, Sie grünen das schon hin. Was anderes, wir haben ein Trikot vom Sven Holzsplitter gefunden, die zu ihrem Schläger passen. Ja, da hat sie halt auch noch mal einen Schläger genommen. Wo bewahren Sie den normalerweise auf? Im Spind, aber die Türen kriegst du mit einem Zahnstocher auf. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegensatz zu der Anlage da. Ich würde Ihnen einen guten Preis für eine neue machen.
sagen Sie mir lieber, wo Sie gestern Abend waren, zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Am Times Square. Nichts erzeugen. Logisch. Logisch. Schau doch mal, der Riesenberger Kalli. Zicke, zacke, Rosenheim, ja? Heim. Der Kalli haut sie alle mit dem Schläger klein. Rosenheim, Rosenheim, schick die Gegner alle heim. Na, sauber, sehr gut. Meinst du, dass der Uli das packt? Na, wollen wir es hoffen. Der leidet bestimmt noch ganz schön unter der Trennung von seiner Freundin, hm? Ja, wenn's mich fragen, ist der Grund für seine Krise. Steckt halt nicht da jeder so gut weg wie ich, wenn er um die Freundin weglacht. Oh, Vincent! Nur gut drauf aufpassen, gell? Würde mal Hafen wert, wenn wir es aufsteigen sollen. Kann sich der Papa eine neue Sprinkleranlage leisten. Servus miteinander. Servus. Ja, servus. Du, darf ich am Sonntag zu dem Spui? Wie sind eigentlich deine Noten in der Berufsschule zurzeit? Ist schon echt, Papa. Servus. Spinnst du? Olli! So? Wir haben umdisponiert, der Chinese hat mir nicht zu. Da hat sich meine Nase doch nicht getäuscht. Gibt's was zu feiern? Überstunden. Wo ist er, Paella? Ich kann Ihnen doch jetzt nicht die Paella wegessen. Doch, mitessen genügt. Bevor ich mich schlagen lasse. Und vielleicht der Glasal Jocher, bevor er sich schlagen lässt. Gerne. Dieser Uli Bär hat schon ein gewaltiges Formtief. Der hat in den letzten 4 Spielen so viele Tore reingelassen wie in der gesamten Saison. Ja, und was für Treffer. Die halt der Blinde mit Krückstück. Die halt ja ich sogar. Ich würde nur fürs Glauben, der macht das mit Fleiß. Was mit Absicht, meinen Sie? Wo ist das? Ich habe meine erste Paella mit 18 in Barcelona gegessen. Unter Franco? Stimmt, Sie haben recht. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. War die Abiturfahrt. In Spanien? Sauber. Wir sind nach der Volksschule nach Oberammergau gefahren. Da haben wir Würsteln gekriegt und der Eis. So, Herr Dr. Hepp, für Sie gibt es auch noch Danke, aber... Pause. Danke. Zum Wohl. Warum haben Sie so viele Tore reinlassen? Reinlassen? Ja, reinlassen. Wir haben uns die Aufnahmen Ihrer letzten Spiele angesehen. Ach, und ihr seid Fachmänner? Für Betrug schon, für Mord sowieso. Und jetzt dürfen Sie uns auch reinlassen. Was bekommen Sie denn dafür, dass Sie die Spiele manipulieren? Ich hab's doch am meisten. Ich manipuliere doch keine Spiele. Ich habe ein Formtief und fertig. Weil Sie Ihre Verlobten nachtrauen. Das geht Sie einen Scheißdreck an. Da schau her, der Kind heute. Wisst ihr das? Stellen Sie es wieder hin.
Warum hat sie sie denn verlassen? Lassen Sie mich raten. Das geht unseren Scheißdreck an. Genau. Und wo ist Ihre Verlobte jetzt? Was weiß ich, wo die sich umtreibt. Aber wie sie heißt, wissen Sie schon noch. Silvia. Und weiter? Tauber. Na, also geht doch. Dem sein Rumgemotze kommt mir spanisch vor. Ich kauf dem die Nummer nicht ab. Sachen mit seiner Verlobten nimmt ihn schon mehr mit, als er zugibt. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht kann uns die ja mehr über diesen Eisbären erzählen. Ich werde mal schauen, wo ich die auftreibe. Wollten Sie sich nicht um das Alibi von Riedelsberger kümmern? Wollen schon. Ich kann ja nicht alles machen. Außerdem ist der Times Square Ihr Revier. Sieht nicht gut aus, mein Lieber. Eigentlich wollte ich dich ja entlasten. Deswegen habe ich ein bisschen mit Köln telefoniert. Du hast für den geplanten Transfer vom Sven bereits eine Vorauszahlung erhalten. Na und? Erich, der Vertrag war doch noch gar nicht fix. So, zweimal Kassler mit Sauerkraut. Wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Das liegt auf der Hand. Jetzt tu doch nicht so begriffsstutzig. Sven Wallner hätte diesen Vertrag niemals unterschrieben, der wollte nach Kanada. Zahl das Geld halt zurück. So einfach ist das für dich. Ja, genau so. Und stell dir vor, ich kann dir sogar nur zum Essen einladen. Obwohl du es nicht verdient hast. So schamlos, wie hast du einen alten Freund verdächtigst, gell? Geht aufs Haus. Hm? Ja. Einen guten. Hier? Ja, da ist noch schön. Ja. Danke. So, geht's? Ja. Ich wäre auch gerne Etrusker. Dann wären sie heute schon tot. Hi, Ron. Hallo. Oh, Frau Hofer. Hallo. Das ist die Etrusker. Kann ich helfen? Hab's gleich. Na gut, dann nicht. Du, ich nehme einen Tommy, bitte. Ein Tommy. Du, sag mal, kann das sein, dass vorgestern Abend der Kalle Riedelsberger hier war? Der Eishockeyspieler? Genau der. Ja, der war mit seiner Frau da. Die haben sich gestritten wie die Pavianen. Das ist eine Eifersuchtsszene. Ja, und was für eine. Der Kalle hat kein gutes Haar in seinen Nebenbuhler gelassen. Und sie hat ihn dann einfach so sitzen lassen. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Also welche Uhrzeit? Ja, grüß dich, Ron. 10. Die Frau ging so um 10. Und er hat dann noch ein paar Whiskys gekippt und dann musste ich mir den ganzen Sermon nochmal anhören. Ja, um 10:30 ist er dann zum Glück gegangen. War er sehr betrunken? Du meinst, ob er noch in der Lage war, Waldner den Schläger über den Kopf zu ziehen? Genau. Ja. So. Ich mag auch so einen Tommy. Ja, dann zwei Tommys und die gehen auf mich. Danke. Wo waren Sie gestern früh, 8.30 Uhr? Wieso wollen Sie das jetzt wissen? Weil Sie mein einziger Zeuge sind. Im Resi-Fall. Aha. Ja, und wann war Ihre Tochter das letzte Mal zu Hause? Und gehört auch nicht mehr. Sie, sagen Sie mal, warum haben Sie keine Vermisstenanzeige aufgegeben? Ja, ist gut. Ja, ich werde Sie auf dem Laufenden halten, gell? Auf Wiederhören. Ja. Silvia Tauber, die Verlobte vom Eisbären, die ist seit ein paar Wochen verschwunden. Die Eltern wissen nichts und die Freundinnen auch nichts. Aha, interessant. Meinen Sie, dass es was mit unserem Fall zu tun hat? Schon möglich. Ich meine, vielleicht haben die beiden sich gestritten. Vielleicht
weil sie hinter seine Betrügereien gekommen ist und er hat sie dann im Affekt ermordet. Tja, fragen wir ihn doch mal. Besorgen uns gleich einen Durchsuchungsbeschluss. Was ist mit dem Alibi vom Riedelsberger? Aha. Das ist genauso wasserdicht wie Ihres von gestern früh. Sie glauben, dass Sie mich veruseln können, indem Sie mir ein Kalb aufbitten, müssen Sie wirklich früher aufstehen, Herr Hofer. So, so. Ihre Verlobte hat Sie also verlassen. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Warum? Weil Sie mich gefragt haben. Hören Sie auf mit dem Schmarrn. Warum hat sie Sie verlassen? Wir haben uns gestritten. Weshalb? Weshalb? Das Übliche halt. Weil sie mich verlassen wollte. Ganz gut, noch einmal von vorn. Warum? Sie hat ja plötzlich genug gehabt von mir. Plötzlich. Einfach so. Ja, genau. Und dann ist sie ausgezogen. Genau. Ach, und ihre Kleider hat sie alle da gelassen. Ja, und den Schminkkoffer auch gleich. Es ist alles so schnell gegangen. So schnell, dass sie nicht einmal Zeit gehabt hat, ihren Eltern Bescheid zu geben. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben Ihre Verlobte ermordet und dann verschwinden lassen. Was für ein Schmarrn. Sitzen bleiben. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass sie entführt wurde? Weil sie sonst umbringen. Die Entführer wollen, dass Herr Bär in den letzten 5 Spielen der Saison für Niederlagen sorgt, ansonsten sieht er seine Verlobte nicht wieder. Da. Ja, klar. Und deswegen haben sie den Sven Weiden umgebracht. Weil wenn der im Durchstinkt, dann könnten sie keine Spieler manipulieren. Kennen Sie die Nummer, von der die SMS abgeschickt wurde? Das ist die Nummer von der Silvi. Da, das aber weiß, dass ich nicht in Köln das Geld zurückgezahlt habe. Glaubst du das jetzt? Erich, zuallererst bin ich nun mal Polizist und muss das Private dem Dienstlichen unterordnen. Freundschaft geht vor, Max. Freundschaft geht immer vor. Und überhaupt, Erich, beweisen tut so einen Überweisungsschein gar nichts. Du könntest immer noch der Mörder von Sven Waldner sein. Nur du hattest ein vitales Interesse daran, dass er nicht nach Kanada geht. Das ist nicht dein Ernst, oder? So ist die Sachlage. Was? Du kannst mir im Arsch lecken. Dich unterstütze ich im Stadtrat nicht mehr, gell? Nie wieder! Und meine Gelder für deinen Polizeifonds. Ha? Die kannst du da sonst vorhin schieben. Frau Stockel? Da können Sie jetzt nicht rein. Das ist ganz schlecht, weil die sind wahnsinnig beschäftigt. Ein Kaffee. Geht's Ihnen nicht gut? Ach, man kann halt nicht immer so, wie man will. Ja, da, das war's, war erst dran. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Das Herz ist in Ordnung, aber mein Kopf hat mich im Stich gelassen. Wissen Sie was, Herr Dr. Hemd? Da trinken Sie jetzt einmal einen schönen Kaffee und dann wird der Kopf auch wieder klar. Was machen die da eigentlich? Ja, der Eisbär wird doch erpresst. Was? Ja, am Uli seine Verlobte haben sie entführt, damit er die Spiele verliert und es geht um Wetten wahrscheinlich. Die rufen jetzt in sämtlichen Wettbüros an und schauen, ob es besondere Wetteinsätze gab auf Rosenheim, dass die nicht aufsteigen. Und ich, Trottel, nagel den Erich an die Wand. Was? Sonst überhaupt nichts. Wirklich nicht. Na gut, du, das war's dann. Also, viel geht mal weiter. Ja. Schönen Gruß daheim. Servus. Ja, danke. Ich hab den Jackpot. Super. Ein Wettbüro in Traunstein. Die haben einen ungewöhnlich hohen Wetteinsatz verbucht für das Nichtaufsteigen von Rosenheim.
Und jetzt rate doch mal, auf welchen Namen dieser Wetteinsatz gelaufen ist. Silvia Tauber. Die Verlobte vom Eisbär. Aschmann. Genau wie das Konto, auf das der mögliche Gewinn dann überwiesen werden soll. Ja, und warum erfahre ich sowas nicht? Ja, weil wir schlecht weitergeben können, was wir bis vor einer Minute selbst nicht gewusst haben. Könnte es nicht sein, dass die Silvia Tauber nur der Strohmann von Uli ist und die beiden gemeinsam die Entführung vortäuschen? Möglich ist alles. Ich weiß nicht. So ein Aufwand. Mal angenommen, Ulis Betrug wäre nicht aufgeflogen. Dann braucht das ganze fingierte Theater überhaupt nicht. Ja, vielleicht spielt sie ihr eigenes Spiel und sie hat ihre Entführung selbst inszeniert, allein. Ja, das wäre aber dann schon schön blöd, wenn sie dann für die Wetteinsätze ihren eigenen Namen ihr eigenes Konto verwenden wird. Ja, aber was ist, wenn die Freundin vom Uli tatsächlich entführt worden ist? Ja, ist ja richtig, Frau Schockel. Wir müssen natürlich erstmal vom Schlimmsten ausgehen, aber... Ja, naja, das heißt, wenn wir Frau Taubers Leben nicht unnötig aufs Spiel setzen wollen, dann muss der EC Rosenheim wohl sein letztes Spiel verlieren. Das können Sie im Spiezel schon einmal schonend beibringen. Ach, da ist noch. Was sollen Sie denn noch machen? Wir haben hier um zwei den Torwart. Unser Passauer Angriffsblock wirbelt weiter. Garhammer steht frei vor dem Rosenheimer Tor. Ein Fernschuss und... Auch der ist ein Tor! 3 zu... Schwan. Und den als Torwart auf. Da fragt man sich doch, was ist im Kopf des Präsidenten? Ja, ich frage mir. Und schon wieder kommt der Stürmer der gegnerischen Mannschaft auf den Uli zu. Herr Kiemelt. 1 zu 4. Sage und schreibe 1 zu 4. Im alles entscheidende Spiel. Oh je, ein so, da schau hier. Du Armer. Jetzt kriegst du gar nicht mit, wie Rosenheim untergeht. Ich sag's dir, das ist eine Atmosphäre da drin. Das ist so toll. Ach ja, schon wieder ein Tor. Weißt du gar nicht, wie wurscht mir das ist. Du, die Linde der Kabinen und die schon was entdeckt. Ja, das weiß doch ich nicht. Ich bin ganz gefangen von dem Spiel. Sag mir, ist das nicht irgendwie langweilig? Du weißt doch, wie es ausgeht. Ja und? Trotzdem. Diese Massen. Wie sagst du, das ist der Wahnsinn. Ja, Prost. Auf die Massen von Rosenheim. Ei, Michi. Pfui, geil, was ist denn das? Ja, alkoholfreies Bier, ja. Wegen die Hooligans. Jetzt bin ich gespannt, wer das Geld abholt. Wird schon eine Silvia Tauber sein, sie muss sich ja ausweisen. Dann gehen sie den Führer mit ein großes Risiko hin. Wieso? Sie könnte ja abhauen oder um Hilfe rufen. Ich schätze mal, sie kommen zu zweit und der Entführer hält sie in Schach. Falls sie nicht doch selber hinter der ganzen Sache steckt. Zu sein. Ja, aber sie ist allein. Ja, mein. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Geld von meinem Konto abgehoben. Hm? Und wie viel? Alles. €60.000. Da bräuchte ich bitte einen Ausweis. Natürlich. Bitte. Danke. Bis
Bitte schön, Frau Tauber. Auf geht's. So, Frau Tauber, das wär's. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Schönen Tag noch. Ja. Moment. Nehmen Sie doch bitte mal die Sonnenbrille ab, Frau Tauber. Erwin Hamelinder. Ich glaube, das bin ich. Bitte sehr. Frau Tauber, nach innen. Frau Dillinger, alles spricht gegen Sie. Und wenn Sie noch so lang schweigen. War das eigentlich Ihre Idee oder der Plan Ihres Mannes, Frau Tauber zu entführen? Hätte ja auch fast geklappt, wenn Brandl nicht seine Torhüter ausgetauscht hätte. Und deshalb hat Ihr Mann aufs Eis müssen und den Sven aus dem Gefecht setzen, was? Er sollte ihn nicht umbringen. Sollte? Das heißt also, Sie sind die Chefin? Der Kopf der Bande? Nein, das hat sich alles mein Mann ausgedacht. Also, und Sie als gehorsame Ehefrau sind ihm nur brav gefolgt, ja? Und das nächste war, dass Sven Waldner außerplanmäßig an seinen Erfrierungen gestorben ist. Blöd laufen, Frau Dillinger, was? Entschuldigung, die Störung. Also, der Herr Dillinger ist weder in der Wunde noch in der Kantine. Also, ich denke mal, der wird der Geißel sein. Also, wo ist jemand? Es ist vorbei, Frau Dillinger. Ja, ich weiß eh. Es ist im Eisstadion, im Heizungskeller. Die Frau Tauber auch? Ja. Wie sah Ihr Plan nach Erhalt des Geldes aus? Ich sollte Otto eine SMS schicken, wenn alles gut gelaufen ist. Ich warte dann im Wagen auf die beiden und wir lassen die Frau Taube irgendwo frei. Na gut, dann wollen wir mal. Was für ein Wiedersehen, Herr Dillinger. Frau Tauber, Hofer, Grosenheim, keine Angst, kommen Sie her. Tauber. Und der Vorname? Silvia. Uli. Silvia. Weil den Kasten sauber hältst, jetzt wo du wieder aus, gell? Danke. Was führt dich zu uns? Du, Max, wir haben das Spiel ja quasi im Sinne des öffentlichen Interesses verloren, gell? Ich habe das aufgesetzt, dass wir das Spiel auf polizeiliche Anordnung verlieren mussten. Das braucht bloß unterschreiben, dass die das Spiel neu ansetzen, ne? Ja, ich meine, unter Freunden muss man sich doch helfen, oder? Ja, was sagst du jetzt? Dass ich das alles schon in die Wege geleitet habe. Vor allem, um das Präsidium nicht dem Vorwurf der Schiebung auszusetzen. Das Wiederholungsspiel findet in 2 Wochen statt. Da legst du doch an. Pass auf, was du sagst. Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich quasi aktiv undercover zur Lösung des Falls beitragen durfte. Sowas haben wir nämlich schon lange nicht mehr gehabt.
Undercover-Einsatz? Ja, das haben wir im Scherz so genannt. Die Frau Stockl hat nur ein paar Besorgungen für uns gemacht. Gell, Herr Lind? Ja, es waren zwei, drei Leberkästemmeln und... Ja, und Taschentücher. Und der Backerl-Kaugummi. Und das hat alles zur Lösung des Falles beigetragen. Ja. 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 Thank you.